Willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 2 Revelations. Ich bin Ank und ich heiße euch herzlich willkommen. Wir sind Ezio Auditore der Firenze und überbringen gemischte Nachrichten. Ezio hat den Standort der Tempelarmee entdeckt, aber dabei einen Unschuldigen getötet. Sprechen Sie mit Süleman über diese Tragödie. Niemanden töten. Für volle Synchronität. Ha! Los! Los! Verdammt! Wir verlieren ihn! Ihr hattet mich doch noch gar nicht. Pack dich, hey! Was wäre das denn für ein Schuss? Mutig für sein Alter. Verflucht! Was? Nicht entdeckt werden, nicht getötet werden. Ich dachte einfach durchlaufen, verstecken und gut ist. Aber nein, wir dürfen nicht mehr entdeckt werden. Das ist ein toller Anfang für diese Folge. Direkt verkackt. Na gut. Vielleicht jetzt noch mal ein bisschen vorsichtiger. Gut. Los, Ladies, komm mit. Ich glaube, ich sexy Ladies dabei ist, denen alles egal. Wir laufen einfach weg. Halt, sofort stehen bleiben! Versuchen wir es mal oben rum. War jetzt schon ein gewisses Stück reingeschafft. Ah, da vorne müssen wir nur hin. Tadik war kein Verräter, Süleman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tarik, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Kappadoce. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor... Süleman! Süleman! Man stellte mir eine Falle und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tarik, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Kefe. Buonasera. Marcello, mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio principe. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Eieieiei. Halt, ich würde gerne mit euch reden. Ich kenne den Mann. Verdammt. Das ist ein komischer Chaos, wie? Ne? Können wir helfen? Puh.
Kauft mir ein wenig Zeit. So. Und geschafft. So, Mission geschafft. Mission komplett geschafft. Krass. Niemanden getötet. Ungesehen entkommen. Wir heißen jetzt Marcello. Alles cool. So, wir gehen nochmal kurz an die Bank ran. Hallo Bank. Hast du Geld für mich? Irgendwas stimmt dort zurzeit nicht. Ich bin an den meisten Tagen hier. Oh, guck mal, da vorne ist sogar das Missionsziel schon. Dann gehen wir da mal hin. Hey. In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwohin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Halitsch und riegelten die Stadt ab. Bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier, ich habe etwas für euch. Vorsicht, es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Oh. Manuel ist über das Meer aus der Stadt geflohen und die Janitscharen wollen Ezios Tod. Gehen Sie den Janitscharen aus dem Weg und verlassen Sie die Stadt, um Manuel zu folgen. Niemanden mit Klingen töten. Bene, ich weiß, was zu tun ist. Die Spannung ist greifbar. Dum, dum, dum. Yusuf, wartet. Un favore. Ja? Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polo-Handelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Ihr habt mein Wort. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. Auf geht's. Niemand mit einer Klinge töten. Wir müssen erstmal mal am Sockel des großen Sperrketten anbringen. Okay. Ja, wir stehen euch bei. Na, so. Hallo Sperrkette. Wollen wir mal die Bombe dahin tun und abhauen. Oh, wir schießen drauf. Definitiv. Noch so ein Söldner. Naja, wir dürfen sie ja töten. Das ist nur keine volle Synchronität. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Wir säubern die Docks. Oh, was haben wir denn hier Feines? Ich mag ja, wie ihr denkt, Ezio. Brenn, Schifflein, Schifflein, brenn! So, das kleine Ding versenken. Das große Ding muss auch brennen. Alter! Ah, erledigt. So, jetzt bist du dran, Schifflein. Schifflein, brenne, 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 Schifflein. Brenne, 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 Schifflein, nein.
Brenne Feuer, ich brenne dich jetzt wieder, du doofe Schiff. Das ist das Letzte, was mir irgendwie Ärger macht hier. Brenne! So, hier noch ein bisschen den Mast anzünden. Ey, das Ding ist lichterloh im Flammen, das kann gar nicht so... Okay. Voll den ganzen Hafen dann gesetzt. Huch. Verbringt gerade alles. Ich bin auf jeden Fall da. Wollte ich eigentlich. Na, doch darüber einfach. Toter Dude. Up. Hi. Er darf das Schiff nicht erreichen. So. Ich laufe einfach an euch vorbei. So. Hui. Das war nicht gerade sehr subtil. Sie verzeiht die Verspätung. Subtil ist anders. Definitiv. Ganz anders. Ja, niemand mit Klingen töten. Mir blieb nichts anderes übrig. Sequenz 6 beendet. Auf geht die Segelfahrt. Frage ist nur, wohin? Wie gewonnen, so zerronnen. Du weißt doch etwas, oder? Du weißt, was da draußen ist. Ich habe eine Idee, ja. Komm schon, Bill, du machst keine halben Sachen. Was glaubst du, finden wir? Mit etwas Glück noch einen Schatz. Mit sehr viel Glück. Etwas, das diesen verdammten Krieg beendet. Das ist mir zu hoch, Bill. Hör zu, Sean, ich weiß wirklich nicht, was wir finden werden. Aber was es auch sein mag, die Templer dürfen es nicht haben. Hoch. Willkommen auf der Insel. Bereust du etwas, Desmond? Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Wie ist es, wenn man sich sein ganzes Leben vor schweren Entscheidungen drückt? Ach, komm. Klar, du bist ein Assassine. Aber es war nicht deine Wahl. Worauf willst du hinaus? Ich will wissen, ob du etwas bereust. Sicher. Ich wünschte, ich hätte mehr Geduld mit meinen Eltern gehabt. Ihnen mehr zugehört. Und Lucy, vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich... Ich weiß es nicht. Dankeschön. Wofür? Für etwas Vernunft. Danke, Subjekt 16. So, rein theoretisch könnten wir da oben in die Dinger gehen. Sean, geht es dir gut? Klar, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie. Für irgendjemand, irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte? Ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück.
Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. So, und das war's dann auch von der heutigen Folge von Assassin's Creed 2 Revelations. Wir sind Desmond Miles. Ich bin Ango und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Bye, bye.